So, die Chris-Portage immer an den schönsten und ungewöhnlichsten Orten. Ihr fragt euch ja natürlich, warum bin ich hier? Wir haben die Nashville-Wochen, ne? Sound of Nashville ist gerade. Neben mir sitzt der Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Thomas, du machst Line Dance. Ich mach Line Dance, ja? Genau. Bist du ein Line Dance Trainer oder bist du einfach nur ein Hobbytänzer, der eine Gruppe leitet? Also ich würde mich schon als Trainer bezeichnen. Ich leite hier die Truppe schon seit einiger Zeit und mache das auch schon ganz viele Jahre. Ich bin ja nur absoluter Laie im Line Dance. Kannst du mir da so ein, zwei, drei Schritte beibringen? Natürlich kann ich dir auch das beibringen. Ich bin auch nicht mehr der Gelenkigste, ja, also. Und mit dem Merken, ja, hapert es auch ein bisschen. Aber du hast ja was Einfaches da, ne? Ich habe was Einfaches da und man muss halt nur laufen können und sich zur Musik bewegen. Alright, das kriege ich hin. Aber vorher muss ich mich noch vorbereiten. Ich habe natürlich auch das passende Outfit mit. Fertig. Jetzt sind wir auf dem Dancefloor, wa? Ich bin der Einzige mit Hut hier, aber was soll's. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier loslegen, brauchen wir natürlich auch Mucke. Wollen wir das einmal, ich bin ja ab und zu mal ein Fan von Trockenübungen. Ja, wir machen das kurz trocken, genau. Dann, ja? Und dann versuchen wir es mit Musik. Alright. Ja? Also wichtig ist, der Tanz nennt sich Bebop, geht nach rechts, nach links, zurück und wieder vor, wegen der Orientierung. Okay. Ja, fangen wir an, nach rechts und Schritt, ran, Schritt und einen leichten Kick nach vorne. Achso, einen leichten dann Kick nach vorne. Links, links, ran, zack, links und wieder einen Kick nach zack vorne. Dann geht's zurück. Eins, zwei, drei. Setzen die Hacke auf. Kleck. Und dann geht's wieder nach vorne. Eins, zwei, drei, rum. Ja? Wichtig ist dabei, einfach im Rhythmus zu bleiben. Ja? Ja. Und manchmal ist es egal, ob man einen Kick oder ransetzt. Hauptsache, man bleibt im Fluss. Weil du musst dir vorstellen, da stehen noch 20 andere Leute. Die rennen nicht um, wenn du stehen bleibst. Das hat mir so gedacht, ja. Und jetzt schon für die Musik bereit. Ich bin voll drin im Groove gerade. Thomas, ja? Merkst du das? Na, machen wir mal Musik an. Wie das hier losgeht? 5, 6, 7, 8. Rechts, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Zurück, 2, 3, 4. Vor, 2, 3, 4. Zurück. Und vor, 2, 3, 4. Und nach rechts, 2. Und zurück. Vor, 2, 3, 4. Nach rechts, zurück. 2, 3, 4, vor, 2, 3, rechts, 2, 3. Thomas, okay. Wie hat das gemacht, oder? Das war super. Gut gewesen. Das so, war schon mal. Das war jetzt ein einfacher Tanz. Ja? Ich bin aber schon voll aus Atem gerade. So geht's los und dann die ersten Wochen lernt man halt so eine einfachen Tänze und dann wird es von Woche zu Woche immer schwieriger. Haben wir noch irgendein Ding, was du so mal so schnell, so kurz oder sagst du? Das reicht für mich. Wegen meiner können wir noch einen anderen machen. Ja, einen machen wir noch. Am Anfang bleiben wir stehen und setzen bloß die rechte Hacke vor. Das kann ich. Zurück, links, wieder zurück, rechts, wieder zurück, links, wieder zurück. Ja, warum haben wir das nicht zum Anfang gleich gemacht? Ja, jetzt wird es etwas schwierig, jetzt müssen wir schräg gehen. Ja, drei Schritte in die Ecke. Schräg. Eins, zwei, drei. Ja, und dann drei Schritte in die Ecke. Eins, zwei, drei und wieder vier ist wieder ein Kick. Ach so. Ja, und dann geht es jetzt schräg zurück. Ach so. Ja, eins und dann drehen wir uns noch. Drei, vier. Das ist ja hier mit schräg und Kick, das ist ja. Ja, wird halt ein bisschen schwieriger. Geometrie, muss ich ja aufpassen. Ja, fangen wir nochmal an. Bootsko, den Boogie heißt der Tanz. Was für ein Ding? Alles klar. Sieben, acht. Rechts, so, links, rechts und schräg. Eins, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei und zurück. Drehen nach links und von vorn. Rechts, links, rechts. Links. Aber komm, so habe ich mich ja nicht angestellt, oder? Nee, es war wunderbar. Also in Endeffekt hast du jetzt in 5 Minuten 2 Tänze gelernt. Ja. Ja. Wiedergeben, nächste Woche müssen wir mal gucken, ja, ob sie noch im Kopf sind. Ich glaube, damit bin ich nächste Woche, diese Woche. Diese Woche ist der AFM-Club im Franz-Club, da lege ich auf. Da schmeiß einfach mal einen Country-Song rein und dann renne ich einfach in die Mitte und mache hier. Mach das ruhig. Und wenn nicht, kommst du hier einfach vorbei. Hier ist immer Live-Musik Samstag, Freitag sind so Line-Ins-Partys, wo wir auch die Tänze üben können. Ja. Und Dienstag bis Donnerstag ist hier immer Kurs, immer mal ein anderer Trainer. Also ich bin immer mittwochs hier. Wenn ich jetzt sagen würde, ach so, ja, wo muss ich denn jetzt hier hin nochmal? Kannst du nochmal für alle sagen, falls ich jetzt Bock habe, hierher zu kommen? Also melden muss ich keiner, einfach vorbeikommen. Hier in American Western Saloon, das ist im Märkischen Viertel, direkt am Fontanehaus. Ja. Und der Kurs beginnt immer 18:30 Uhr. Für die Anfänger einfach vorbeikommen und Spaß haben. Du, ja, kommt her hier, das ist auch schön, das sieht alles lustig aus. Die ganzen Leute sind hier alle nett, hier kannst du auch schon lecker Bierchen trinken, auch ohne tanzen, gehe ich fest davon aus, oder? Natürlich. Ja. Von daher, kommt einfach mal her, mach dir mal den Line Dance. Thomas, ich danke dir, dass du mir das mal gezeigt hast. Ja? Gern geschehen. Und wir geben zurück.